Nur weil es neuere Modelle gibt, heißt es nicht, dass es auch für ältere Modelle gelegentlich Updates gibt. So zum Beispiel für die Mini 3 Pro gibt es ein Update. Wie du da dran kommst, was du beachten musst, zeige ich dir. Aber als allerwichtigstes, das siehst du hier gerade, die Propeller bewegen sich, die Drohne muss ausgefaltet sein, der Gimbal-Schutz muss entfernt sein, weil sobald du die Drohne einschaltest, fängt sie an, sich zu bewegen und so würdest du ja die Motoren blockieren und das möchtest du ja nicht. Auf jeden Fall, du startest alles, sorge dafür, dass der Akku ein bisschen voller ist als so. Am besten ganz voll. Dann startest du das alles und verbindest den Controller mit dem Internet. Wie das Ganze geht, zeige ich dir, sobald er hier hochgefahren ist. Das ist er gerade. Ich habe auch schon das Update auf der Drohne installiert, aber ich will dir ja zeigen, wie du dahin kommst. Ja, und das geht super einfach. Die Drohne und der Controller sind ja jetzt gestartet. Du siehst direkt das Live-Bild und dann ziehst du zweimal von hier oben runter und kommst in das Einstellungsmenü. Hier siehst du, dass die Drohne auch schon oder der Controller mit dem WLAN verbunden ist. Wenn nicht, drückst du hier drauf, hältst fest und siehst deine WLANs. Dann drückst du drauf, gibst ebenfalls das Passwort ein. Ich würde halt immer empfehlen, das mit normalem WLAN zu machen, weil halt je nachdem, wie groß das Update ist, das ein bisschen Datenvolumen kostet. Hier in dem Falle sind es knapp 250 MB. So, wie kommst du daran? Der Controller ist mit dem Internet verbunden. Entweder drückst du hier vorne drauf und dann steht hier schon Update verfügbar, so wie es jetzt hier gerade stand. Oder du gehst auf Profil, gehst auf Einstellungen, sagst auf Updates prüfen, dann steht dann da auch Firmware-Aktualisierung verfügbar. Oder du gehst hier auf der linken Seite auf das Wort Infos. Das zeige ich dir mal hier, da steht jetzt hier Infos, drückst dann da auf Aktualisierung, dann prüft er das auch nochmal. Oder, last but not least, du gehst auf Fliegen, siehst das Live-Bild der Drohne, gehst auf die drei Punkte, gehst auf Info. Ja, und da siehst du natürlich schon, dass hier die aktuellste Firmware aktualisiert ist auf 01.00.08.00. Aber du könntest auch hier drauf gehen und sagen, auf Aktualisierung prüfen. Die ganze Installation dauert in diesem Fall ja circa 15 Minuten. Du solltest während des Updates unbedingt darauf achten, dass die Drohne aktiv gekühlt wird mit so einem kleinen Lüfterchen oder so. Weil, guck mal, ich habe hier die Schlitze mal abfotografiert mit einer Wärmebildkamera und ja, du liest richtig, 51,2 Grad. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall ist das Update drauf und was bewirkt dieses Update? Nichts. Also nichts, was man so von außen sehen kann. C steht für C, S für S, N für N, da hat sich nichts geändert. Es sind sehr wahrscheinlich wie immer Kleinigkeiten, die unter der Haube geändert worden sind, die ich persönlich aber immer mache, um wirklich safe zu sein. In dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Vielleicht hast du es ja schon drauf oder das Video hat dir nicht gefallen, dann hinterlass mir zwei Likes. In dem Falle würde mich ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned. Allzeit guten Flug.